Und mit diesem wunderschönen Fund freue ich mich sehr, euch in der nächsten Folge von Final Fantasy 15 begrüßen zu können. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hochklettern. Ah, da haben wir jetzt einen Kletterpunkt. Das ist sehr cool. Und ich bin Ank, wir sind Noctis und seine Gang und wir sind hier wieder auf den Ravatoga-Berg, denn ich wollte den jetzt noch erklimmen, denn das scheint mir wichtig zu sein. Aber es ist auch sehr cool, dass wir einfach so Freestyle klettern können. Mega gut. Hätte jetzt nicht mitgedacht, dass wir hier auf diesem Weg den Berg erklimmen. Aber ich habe dann das auf der Karte gesehen, dass es hier einen Pfad nach oben gibt. Und dann dachte ich mir, nutzen wir diesen. Denn so erklimmen wir den Gipfel. Tada! Dauert zwar 100 Jahre, aber so ist das beim Klettern. Man braucht halt seine Zeit, um heile ans Ziel zu gelangen. Und so sehen wir, wie so mal ein bisschen den Sternenhimmel da oben, wie viele Sterne es auch einfach gibt. Übertrieben viel und unglaublich hübsch. Ja, Noctis, du hättest dich auch hoch teleportieren können. Schwert hoch, hinterher und gut ist. Aber nein. Naja. Haben es gleich geschafft. Tada! Willkommen auf das Hügelchen. Oh, ein Refugium. Sehr schön. Ich glaube, das sollten wir auch benutzen. Und etwas Leckeres zu essen machen. Guck mal, Noct. Hier könnten wir eine Pause machen. Wollen wir rasten? Ist, glaube ich, ganz schlau. Aber irgendwas wird uns hier auf dem Berg noch Wollen erwarten. Wir hier campen? Ja, so ein schöner Ort, oder? So, vorher gucken wir nochmal kurz hier rein. Was wir hier so Schönes machen können, denn wir haben ja ein paar Sachen gefunden von Schlangen und, nicht von Schlangen, von Skorpionen. Ja, 10 Skorpionstachel. Oh, Todblitzer. Astreite Blitzer. Hyvernflügel, 3 alte Blitzer auch. Cool. Kraft Blitzer. Falls es mal ein bisschen schmerzhafter werden muss. So, dann können wir den Nübbel da noch mitnehmen. Schluff, 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 schluff. Prompto, was machst du denn da gerade gemacht? Wild an seinem Fuß rumgehüppelt. Ich bin total verschwitzt. Ich bin auch völlig fertig. Ja, der Berg war jetzt auch ein bisschen anstrengend hoch und runter. Zweimal. Na, ein Tag vergangen. Yeah, Pausemucke. Coleman. Ich glaube, das ist ganz schlau mit der Feuerresistenz. Ah, das kann ich nicht, toll. Leben, Angriffskraft. Oh, hier. Tada! Hat sogar mehr Feuerresistenz gehabt, habe ich glaube ich 20 mehr, sogar 70 hatte es. Nicht nur 50. Und da wir auf einem lustigen Vulkan sind, erwartet mich hier oben bestimmt irgendwas großes Feuermäßiges. Angriffskraft, Leben, ja. Grünes Curry. Nom, 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 nom. Dass wir die ganzen Zutaten auch für solche Gerichte die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Vor allem die Auswahl an Gerichten, die wir zubereiten können, ist ja nicht gerade klein. Gladio trainiert. Du bist begabt, Prompto. Was ist das da im Hintergrund? Zeigt mir da jemand einen Mittelfinger? Zeigt mir da hinten gerade jemand einen Mittelfinger? Das speichern wir mal. Oh, ist jetzt nichts dabei, wo ich denke so, boah, das müssen wir haben. Weil das alles recht die Standardfotos waren. Obwohl wir an einem mega geilen Ort waren. Na, los, komm, 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 komm. Das Telefon klingelt. Ja? Ich hab's geschafft, komm, schnell. Ah. Sid hat meine Waffe verbessert.
Das finde ich okay, dass sie würden einfach angerufen. So, ich bin bereit zum Aufbruch. Und ihr? Hey, seht mal, da unten. Was mag das sein? Oh. Ja. Toll. Eine große Fläche ohne Gegner. Klarsphäre. Und sieht so aus, als ob da irgendwie so ein... Passt auf, wo ihr hintretet. Nester und Höhlen. Muss nicht abrutschen, Nockt. Heiß ich Prompto? Wie so Vogellöcher. In Bergen. Wo die drin wohnen und hausen und Familien gründen. Oh, guck mal, hässliche Scheißwespen. Toll. Hey, lass den Quatsch. War ein Ausrutscher. Oh, ein Drache. Wow, als wäre ich in einem Rollenspiel oder so. Aua. Toll, ich bin völlig disorientiert. Hier, was ist das? Dario scheint verwirrt zu sein. Ganz toll. Ja, einmal hier hinein. Ups. Gib der Wespe. Grüß dich, Junge. Hat er gerade drei mit einem Schlag getötet? Vernünftig. Sehr, sehr vernünftig. Prompto, du kannst aufhören rumzujammern, du bist nicht mehr verwirrt. Ja. Aua. Oh, Prompto, Status, direkt mit Balken aufgefüllt. Toll. Ich kann nichts machen. Selbst wenn die Gegensätze richtig laufen, komme ich ja nicht raus. Na Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wieder beide erwischt, sehr schön. Dass es dafür keinen Bonus gibt, voll gemein. Hätten wir eigentlich mega verdient, den Bonus für zwei Kills. Oh, der Boden wird wieder rot, wie ich das da vorne auf der Karte sehe. Und nun? Weiter geht's nur nach unten. Oh, oh. Ladies first, Prompto. Prompto, mach davon Fotos, bitte. Da sind riesige Federn und riesige Vögelchen-Eier, die größer sind als wir. Ja, das verheißt nichts Gutes. Ups, ja. Das sind so kleine Vögelhöhlchen. Nesterchen. Mhm. Oh Gott, das ist alles so groß hier. Okay. Große Fläche, viel Platz, große Federn, große Eier. Das sieht sehr, sehr, sehr künstlich hier alles aus. Oh, guck mal, ein Löchlein. Hallo. Ich hätte jetzt auf dem großen Platz, wo die Eierchen lagen, echt mit ein bisschen was gerechnet, was uns irgendwie nicht so freundlich gesonnen ist. Aber bisher sind wir nur an einer echt miesen Klippe. Wie es aussieht, sind wir gleich am Gipfel des ganzen Bergchens. Das ist auch voll cool mit den Schatten von den Wolken an. Ist doch eine Wolke und kein riesiger Vogel, oder? Ich hoffe mal, das ist eine Wolke. Oh. Oh, ein Königsgrab. Das ist ja
sieh doch noch. Oh, da ist ja unser Schatz. Das Grab des Wilden. Deine Macht sei mein. Oh. Das erklärt auch, warum des Wilden. Da haben wir die Megakeule. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht zur Hauptstory gehört, die Königswaffen zu finden. Das ist nämlich mega wichtig. Vor allem macht uns das stärker. Boah, jetzt höre ich irgendwas. Ich hoffe, ihr seid das nur. Das ist bestimmt die Kanagi da, des Königs. So. Nette Aussicht. Oh, da hinten ist das Örtchen. Gucken wir mal auf die Karte, wo wir uns gerade befinden. Okay. Aber wenn da nur Fugium ist, da so ein großer Platz ist, dann müssen wir auch gleich gegen irgendwas kämpfen. Ich gehe da hundertprozentig von aus. Ja. Das Missionsziel bestätigt auch, dass dort die Siedlung ist. Jetzt können wir dann von Sid auch unsere Dings holen. Die Lanze. Und mal gucken, ob wir die Motorklinge verbessern können. Das wäre natürlich sehr cool. Bin ja gespannt, was die dann so drauf hat an Rumsbums-Power. Und jetzt müssen wir erstmal hier auf diesen großen Platz zurückkehren. Und uns wahrscheinlich von irgendeinem riesigen Vogel den Arsch versohlen lassen. Meine Mama Piepmatz wird das nicht so lustig gefunden haben, dass wir über ihre Eier gestiegen sind. Das klingt so ein bisschen falsch. Naja. Echt kein Bosskampf? Nichts? Das ist irgendwie frustrierend. Okay, dann gehen wir. Erstmal in Sicherheit. Auf ein neues. Auf vor was? Ich habe ja nichts gesehen, was irgendwie. Na gut. Schade. Ich habe mich über den Bosskampf gefreut. Was für eine Aussicht. Aber hallo. Echt ein bisschen cool. So, hier lang. Schade, kein Bosskampf. Ich hätte mich über den Bosskampf gefreut. Aber wir haben die Königswaffe. Das ist das Wichtigste. Der Berg ist einfach so riesig. Oh, weiter geht's. Upsa. Ist das lästig. Direkt ins Gefecht. Skorpione. Machen Laune. Oh, komm mal, die sind auch gespawnt. Perfekt. Interessant. Irgendwas muss ich ja können, ich werde immer König sein. Okay.
unten halt die Überraschungsbombe, diese Fähigkeitspunkte. Da muss ich echt ein bisschen besser timen mit den Fähigkeitspunkten. Du bist irgendwo in so ein kleines Gebiet und das Warp ist, warp ich die einfach die ganze Zeit nur an und mach so meine Fähigkeitspunkte voll. Geht natürlich auch. Ich muss ja nur 333 Gegner an warpen, damit ich das kriege, was ich will. Aber es ist ein bisschen schade jetzt, dass wir keinen Bosskampf hier hatten. So. Wieder ein paar Skorpione. Vorwärts. Um ihr Leben erleichtert. So, Ausgang 1 aus dem Dungeon. Dann ist da vorne Ausgang 2 und da müsste dann Jacken auf uns warten. Steht der Regal ja eigentlich hinten im Dorf oder auch hier an der Straße? Bin mir überhaupt nicht mehr sicher, wo wir das Ding geparkt haben. Na, werden wir gleich sehen. Aber ich glaube, wir haben ihn... Oh, guck mal, Chocobo hat sich direkt uns umgedreht, als er uns gesehen hat. Ne, Jack. Erzsphäre. Los, Kleiner. Let's go. Da, 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 da. Yeah. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber niemand gibt dir Befehle, wir gehen. Und auch für mich verständlich. Greift an. Na. Zu spät, Ignis. Wir sind schon dran vorbei. Danke. So. Oh, das schwarze Chocobo in der letzten Folge war voll süß. So, nee, Schnellreise brauchen wir nicht. Wir machen das ja gleich vor der Tür. Ach ja, eine Königswaffe. Gefunden. So schön. Das ist nochmal ein Fund, der sich lohnt. Oh, Bocke anmachen. Und tanken müssen wir. Höchste Zeit, dass wir eine Tankstelle finden. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Das soll nicht eigenständig tankst. Wer will was essen? Na, gerade nicht. Wir haben doch gerade erst gegessen. Dann sind wir 8 Stunden auf Dings rumgelaufen, aus dem Hügel. Oh. Da stand doch irgendwas von... Nein. Tank ist wieder voll. Sehr schön. Oh. Und nun die Jagdnachrichten. Neues zum Montisaurus, der auf dem Gipfel des Ravatoga nistet. In letzter Zeit wurde eine gesteigerte Flugaktivität des Riesenvogels beobachtet. Er befindet sich scheinbar in einem Zustand erhöhter Erregung. Obwohl der Montisaurus bisher als von Natur aus eher sanftmütig und vergleichsweise zahm galt, stößt er seit kurzem vermehrt aggressiv klingende Drohlaute aus. Als Ursache werden die zahlreichen Erdbeben und Gewitterstürme genannt. Das ist bestimmt das Jagdziel. Ah, Kundschaft. Schlagt euch mal schön. Was wir nicht sehen können. Alles noch dran, was? Beruhigend. Ja. Tada! Perfekt. Also, wollt ihr was essen? Das ist bestimmt der. Ja, der rote. Montisaurus. Erst dann. Purpur und Donnerrock. Dem Vogel lassen wir aber der Stufe 67. Da gehen wir irgendwann anders immer hin. Dann gucken wir mal. Wir haben noch ein paar Aufgaben, die wir abgeben können, glaube ich. Ihn. Da müssen wir angeln für. Hier, Froschlady. Das hier ist übrigens das Auto, der Froschlady. Hier hast du deinen Wühlweinflügel. Ist auch ein Frosch. Passt auf, dass ihr eure Funde nicht verliert. Am besten ihr bringt sie mir sofort. Ist das wieder, dass ich falsch stehe? Nockt, sieh mal. Was denn? Achtung, kochendes Wasser. Vorsicht vor Fontänen aus den Geysir. Was ist denn ein Geysir? Sollen wir mal gucken?
Hm, ich sag gar nicht zu dem heißen Wasser. Oh, Feuerwappen. Schützen sie bestimmt ein bisschen vor Feuer. Ah, jetzt geht's. Wenn ich könnte, würde ich ja gern alles alleine sammeln. Ja, wir können die Mission wieder nicht abgeben. In der Wildnis gilt das Recht des Stärkeren. Geht mir nicht drauf. Ich kann die Mission wieder nicht abgeben. Hm? Ihr sollt sammeln, nicht stammeln. Los, los! Ach, das ist doch ätzend. So. Clipper in Sonia. Dann fahren wir da jetzt hin. Wenn wir hier wieder unsere ganze Mission nicht abgeben können, was ein bisschen voll ätzend ist. Sehnsucht nach Heimat. Schnellreise, ja bitte.